Ja, zunächst möchte ich euch natürlich erst einmal die Grüße der Mitglieder unserer Fraktion überbringen. Viele Genossinnen und Genossen der anderen Parteien in unserer Fraktion haben sich schon lange gefragt, wann wird die Linke ihr Programm beschließen, mit welchen konkreten Zielen tritt sie an, mit welchen Menschen tritt sie in den Wahlkampf, worauf können wir bei der Linken im nächsten Europaparlament zählen. Und deshalb lasst mich hier heute auch ein paar Punkte benennen, die für uns, für unsere Zusammenarbeit, auch für unser Selbstverständnis als Linke in Europa, in der EU wichtig sind. Zum Ersten möchte ich da ganz klar sagen, Europa ist eigentlich ein linkes Projekt. Die von Zeus entführte kleinasiatische Prinzessin Europa war die erste Migrantin. Wir kämpfen für die Rechte von Migranten. Wir sind Internationalisten, wir stehen für länderübergreifende Zusammenarbeit. Unser Herz hat immer auf der Seite derer geschlagen, die sich gegen Unterdrückung, hegemoniale Strukturen, Ausbeutung und Krieg gewehrt haben, die für ihre Rechte und für die Rechte aller eingetreten sind. Wir wollen weder auf Kosten anderer Menschen, noch auf Kosten anderer Generationen, noch auf Kosten von Umwelt und Natur leben. Nicht hier in Deutschland, nicht in der EU, nicht in Europa, nicht in der Welt. Wir wollen Kriege, militärische Aufrüstung und atomare Nachrüstung verhindern, gemeinsam mit vielen anderen Friedenskämpferinnen. Das ist untrennbar mit unserer DNA als Linke verbunden. Deshalb können wir nur Europäerinnen und Europäer sein. Wir wollen, dass die Europäische Union und mit ihr Europa Menschlichkeit und Solidarität leben. Die Leidensgeschichte um den Brexit mit allen seinen möglichen Folgen für die Menschen in Großbritannien, Nordirland, Irland und den anderen 26 Mitgliedstaaten der EU macht deutlich, wie zerrissen die Europäische Union ist. Die dramatische Kürzungspolitik von Kommission, Europäischer Zentralbank, Internationalem Währungsfonds gegenüber den Menschen in Griechenland, Spanien, Portugal, Irland und die damit verbundene Abschaffung sozialer und demokratischer Grundrechte haben vielen Menschen die EU entfremdet. Das Sterben der Menschen auf dem Mittelmeer, die Schließung von Häfen für private Seenotrettungshilfe, Schiffe, die Abschottung der EU machen uns fassungslos und treiben uns die Schamröte ins Gesicht. Mut und Hoffnung geben uns der griechische Kapitän, der Hunderte von Menschen vor dem Ertrinken gerettet hat. Der griechische Bäcker, der leider kürzlich verstorben ist und täglich Flüchtlinge unentgeltlich mit Brot versorgt hat. Die Protestaktionen gegen die Kriminalisierung der Seenotrettung, die Solidarität mit den Aktivistinnen auf den Booten, das sollte uns motivieren. Das andere Europa, die andere EU, das sind auch die Bürgermeisterinnen mehrerer Großstädte in der EU, die in der Erklärung von Rom klarstellten, dass ihre Städte Flüchtlinge auch weiterhin willkommen heißen werden. Oder eben, wie Katja auch in ihrer Rede schon gesagt hat, zum Beispiel die junge Klimaaktivistin Greta Thunberg aus Schweden, der inzwischen Tausende von jungen Menschen in vielen EU-Mitgliedstaaten im Kampf gegen den Klimawandel, die Erderwärmung folgen. Es sind die Menschen in Europa und die Europa und die EU ausmachen und denen wir uns im Kampf um ein anderes Europa verpflichtet fühlen. Deshalb stehen wir heute hier. Seit zwei Jahren erklären die Regierungschefs der Mitgliedstaaten jeweils vor dem Europaparlament, wie sie sich die Zukunft der Europäischen Union vorstellen. Hat sich einer von euch mal diese Debatten mit angehört? Solltet ihr es getan haben, ich vermute, die meisten haben es nicht gemacht, aber solltet ihr es getan haben, müsstet ihr zwangsläufig zu einer Schlussfolgerung kommen.
die kriegen es nicht hin. Sie verspielen die Zukunft der Union. Weder Merkel, Macron noch Juncker sind dazu in der Lage. Sie kommen aus ihrem neoliberalen Denken nicht heraus. Im Gegenteil, sie verschärfen die Krise und glauben tatsächlich, dass sie mit der Schaffung eines gemeinsamen Rüstungsmarktes, der Forschung und Entwicklung gemeinsamer Waffen die EU retten. Das war ihre erste Antwort nach dem Referendum zum Brexit und viel weiter sind sie heute auch noch nicht. Blöd ist nur, die Rechten tun, als hätten sie die Alternative und viele, viel zu viele, glauben ihnen. Aber ihre Vorstellungen sind noch unsozialer, undemokratischer als die heutige EU. Und sie sind im Kern menschenfeindlich. Die Zeit, liebe Genossinnen und Genossen, läuft davon. Wir haben als Europäische Linke überhaupt gar keine andere Wahl, als uns endlich der Aufgabe zu stellen, eine überzeugende Vision für die Zukunft Europas und der EU zu entwickeln. Und wir müssen konkrete praktische Vorschläge machen, um die Politik in der EU und in ihren Mitgliedstaaten zu ändern. Wir müssen sagen, was wir tun, und wir müssen aber auch sagen, mit wem wir es tun. Und wir sollten uns auch nicht daran hindern lassen, wenn wir dann zwischendurch die Frage gestellt bekommen, dass allein die Frage, mit wem wir etwas gemeinsam tun wollen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, um an der Lebenssituation von Menschen etwas zu ändern, dass das eine Abkehr von unseren Prinzipien sei. Ich glaube, die Frage der Bündnisse und wie wir Bündnisse schließen, wie wir miteinander kooperieren, wird eine der Zukunftsfragen auch für die Linke insgesamt und für die Linke in Europa sein. Wie verändern wir die Kräfteverhältnisse, um gesellschaftliche Mehrheiten zu retten? Darum wird es gehen. Alles andere können wir vergessen, wenn wir diese Fragen für uns nicht beantworten, wenn wir die nicht in den Vordergrund stellen. Weil allein von Träumereien ändern wir keine Verträge. Allein von Träumereien sind wir nicht in der Lage, eine neue Europäische Union zu gründen. Und damit ich nicht missverstanden werde, unser Verhältnis als Linke zur EU wird durch zwei Grundsätze bestimmt, die Etienne Balibar, französischer Philosoph, aus meiner Sicht auf den Punkt gebracht hat. Einerseits sagt er, wir wissen, dass die europäische Integration unverzichtbar ist. Und wir wissen, dass die EU, so wie sie heute ist, diese nicht leistet. Und das Zweite, was er sagt, ist, wir wissen auch, dass es zwischen der neoliberalen und der sozialistischen Orientierung für die Zukunft Europas keinen Mittelweg gibt. Einfacher, finde ich, kann man es nicht sagen. Aus diesem Grund haben auch einige Abgeordnete der Fraktion und auch unserer Delegation im Europaparlament vor 2 Jahren begonnen, sich mit dem Manifesto von Ventotene zu beschäftigen. Wir wollten wissen, wie es 3 italienische Antifaschisten in der düstersten Periode des letzten Jahrhunderts geschafft haben, eine Vision zu entwickeln, die Kraft zu finden, eine Analyse vorzusehen und gleichzeitig eine Alternative auf den Tisch zu legen, die sagt, das Europa der Kriege muss endlich beendet werden. Und das wird am ehesten beendet, wenn es uns gelingt, die nationalstaatliche Orientierung auf Zugang zu den Märkten, auf Zugang zu Ressourcen in der Welt zu stoppen. Und ich möchte ein Zitat aus diesem Text bringen. Es heißt da, die europäische Revolution muss sozialistisch sein, um unseren Bedürfnissen gerecht zu werden. Sie muss sich für die Emanzipation der Arbeiterklasse und die Schaffung menschlicherer Lebensbedingungen einsetzen. 2017, also 60 Jahre nach der Unterzeichnung der römischen Verträge, taten die Regierenden so, als seien sie die Erben dieses Manifests. Sie verschwiegen, dass Spinelli, Rossi, Cornelli eine sozialistische europäische Vision vorschwebte. Sie soll die Freiheit der Menschen garantieren und künftige Kriege zwischen den Staaten in Europa verhindern. Und wir sind heute aufgefordert, als linke Europäerinnen und Europäer diesen Kampf um die europäische Integration wieder aufzunehmen, ihn nicht den Neoliberalen und den Rechten zu überlassen. Die Antwort, Genossinnen und Genossen, auf die Entwicklung der letzten beiden Jahrzehnte ist aber nicht die Renationalisierung. Vor wenigen Monaten hat die rechte nationalistische Regierung Österreichs die Ratspräsidentschaft inne. Ihr Motto lautete, ein Europa, das schützt.
Es ging ihnen nicht um den Schutz der Rechte der Menschen in Österreich. Die Regierung Kurt Strache hat das österreichische Arbeitszeitgesetz krass verändert und damit Gewerkschaften, Opposition glatt überrumpelt. 70 Stunden die Woche als zulässige Höchstarbeitszeit. Das war eine klare Botschaft gegen die sozialen und Beschäftigungsrechte in Österreich, aber auch in der gesamten EU. Nein, unter einem Europa, das schützt, versteht die rechtsnationalistische Regierung die Schließung und Abschottung der EU-Außengrenzen, die Kriminalisierung der Seenotrettung, den massiven Ausbau von Frontex, die schnellstmögliche Abschiebung von Flüchtlingen, Migranten in Krieg, Verfolgung, Not und Lager. Die Widersprüche in der EU verschärfen sich. In den letzten Jahren gibt es immer mehr Regierungen, die wie in Österreich, Italien, Polen und Ungarn nur auf ihre Machtinteressen im eigenen Land schauen. Sie pfeifen auf Gewaltenteilung, demokratische Werte, die Unabhängigkeit von Medien, Wissenschaft, die Rechte von Menschengruppen. Sie beschließen wie die Orbán-Regierung Gesetze, wonach Obdachlose verhaftet werden können. Regierungen, die offen Antisemitismus propagieren und innere und äußere Feindbilder schaffen. Uns lässt der Rechtsruck in vielen Mitgliedstaaten nicht gleichgültig. Und schon jetzt vergiften rechte nationalistische Abgeordnete das Klima im Europaparlament. Diese Leute benötigen keine Mehrheiten, um ihre Parolen loszuwerden. Sie kennen keine Grenzen, keine Scham. Sie scheren sich nicht um Geschäftsordnung, Verhaltenskodex. Ihnen reicht die pure Provokation. Spätestens die Vorgänge um den Brexit haben gezeigt, dass es reicht, immer wieder mit Unverschämtheiten, bewussten Lügen die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen. Auf diese Weise diskreditieren sie und diktieren sie die öffentliche Meinung. Die Zeche bezahlen andere. Die EU-Bürger in Großbritannien, die britischen Bürger in der EU, die Menschen in Nordirland und in der Republik Irland. Und bei aller Kritik an den nicht ausreichenden sozialen und Beschäftigungsschutzregeln in der EU. Die Grundrechtecharta der EU ist aber zunächst ein wichtiges Instrument, um die Einhaltung der Grundrechte in den Mitgliedstaaten, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einzufordern. Und das steht jetzt für viele Bürgerinnen und Bürger auf dem Spiel. Und auch das lasst mich sagen. Auch das gehört zu meinen Erfahrungen, die ich in fast 15 Jahren im Europaparlament gemacht habe. In solchen Situationen fällt besonders ins Gewicht, wenn Linke in ihrem Verständnis und ihrem Verhältnis zur EU im Ungefähren bleiben, in ihren Positionen nicht klar erkennbar sind. Zu den Lehren des Brexits sollte für Linke in Europa, in der EU zählen, dass die Kämpfe um soziale Gerechtigkeit, gute Arbeit, für ein Leben ohne Armut, intakte Gesundheit und Bildungssysteme, kulturelle und soziale Dienstleistungen nicht getrennt werden können von der europäischen EU und auf der nationalen EU-Ebene oder nationalen Ebene geführt werden müssen. Die Gefahr eines No-Deals ist dramatisch gewachsen. Und es gehört eben zu unserer Aufgabe, darüber aufzuklären, wie die EU funktioniert. Während die Diskussion im House of Commons verfolgt hat in den letzten Wochen, dürfte festgestellt haben, dass die meisten britischen Abgeordneten null Ahnung davon hatten, wie die EU funktioniert. Und dass sie sich nur darum gekümmert haben, wie letztendlich Mehrheiten ihrer eigenen Partei gesichert werden können, wie sie ihre eigenen Partei zusammenhalten. Und dass es ein Dreck für sie wichtig war, danach zu gucken, was für Großbritannien, was für die Menschen in Großbritannien wichtig ist. Welche Verantwortung also tragen die Regierungen der Mitgliedstaaten? Das müssen wir erklären. Wir müssen für mehr Transparenz sorgen. Somit helfen wir viel mehr Menschen, ihre demokratischen Rechte wahrzunehmen und sich einzumischen. Das ist ein wichtiger Schritt, um dem Gefühl der Machtlosigkeit, das viele Menschen haben, etwas entgegenzusetzen. Und natürlich steht auch für uns immer die Frage, was tun? Что делать? Die Fraktion der GUE NGL hat in den zurückliegenden Jahren immer wieder das Sterben im Mittelmeer an den Außengrenzen der EU skandalisiert. Wir haben uns mit Aktivisten von Flüchtlings- und Seenotrettungsinitiativen getroffen, uns mit ihnen solidarisiert und waren in zahlreichen Flüchtlingslagern. Wir haben immer wieder den internationalen Schutz und die Rechte von Migrantinnen in den Vordergrund gestellt. Wir haben wesentlich dazu beigetragen, dass das Europaparlament mit großer Mehrheit Kriterien für die Reform der Dublin
Dublin-Reform verabschiedet hatte, Dublin-Richtlinie. Wir haben zusammen mit Abgeordneten anderer Fraktionen Vorschläge erarbeitet, um legale und sichere Wege in die EU zu ermöglichen. Die Delegation des Europaparlaments zu den Verhandlungen mit Rat und Kommission über die Neuansiedlung, dieses Resettlement von Flüchtlingen, wird von einer schwedischen Abgeordneten unserer Fraktion geleitet. Es war für uns ein wichtiger Erfolg, dass das Parlament die Linie der Kommission zurückgewiesen hat, die Umsiedlung von Flüchtlingen zu einem Instrument der Migrationskontrolle zu machen und über sie letztendlich die Erreichung außenpolitischer Ziele und die Kontrolle der Grenzen von Drittstaaten wahrzunehmen. Unsere Abgeordneten haben es erreicht, dass es das Parlament sich ganz klar dafür ausgesprochen hat, dass die Neuansiedlung von Flüchtlingen die humanitäre Antwort sein muss auf die globale Flüchtlingssituation. Diese Positionen des Parlaments verteidigen wir in den Verhandlungen mit dem Rat. Und im Übrigen sei mir hier die Bemerkung gestattet, weil ich auch das in unserem Wahlprogramm wieder gelesen habe. Nein, es stimmt nicht. Es gibt nicht nur einen Gesetzgeber in der Europäischen Union. Der Rat ist es nicht alleine. Das Parlament ist Mitgesetzgeber. Bitte, wir sollten das konkret ändern. Wir sollten klarstellen, wir haben hier ein Co-Decision, ein gemeinsames Mitentscheidungsverfahren. Und das erfordert viel, viel Arbeit, viel Engagement von den Abgeordneten im Europaparlament. Und wir nehmen deshalb auch nicht hin, dass der Rat seit vielen Monaten wichtige Entscheidungen zum Gesamtpaket für eine gemeinsame europäische Asylpolitik blockt, gegen den Willen des Parlaments. Die EU hat 2015 dazu beigetragen, zwei wichtige globale Abkommen zu initiieren. Das Abkommen zu den Zielen globaler Entwicklung bis 2030, die Sustainable Development Goals, und zur Bekämpfung globaler Erderwärmung, das Pariser Klimaabkommen. Die EU hat diese Abkommen ratifiziert und sich zu deren Umsetzung verpflichtet. Dafür engagieren sich sehr viele politische und zivilgesellschaftliche Kräfte. Und hier sehe ich die Chance für die Bildung neuer Bündnisse, auch gerade mit uns als Linker. Eine Politik der EU und ihrer Mitgliedstaaten, die auf die Umsetzung dieser Abkommen zielt, würde die Bedingungen für eine sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung in Europa und in der Welt deutlich beeinflussen. Und letztendlich liegt auch darin der Schlüssel für die Lösung der globalen Migrationsfrage. Die künftige Fraktion und die Delegation der Linken im Europaparlament wird und muss diese Arbeit der Fraktion fortsetzen. Und an dieser Stelle nochmal eine Bemerkung auch zur Rolle des Europaparlaments. Macht den Unterschied, ob die Linken dort stark vertreten sind, ob sie mit den anderen kooperieren und punktuell mit Grünen und Sozialdemokraten, teilweise auch mit Liberalen in entsprechenden Fragen zusammenarbeiten können. Wir sind im Moment in der Mehrheit, in der Lage, bestimmte Mehrheiten zu erreichen. Wir wissen nicht, wie es nach der nächsten Wahl aussehen wird. Und genau deshalb ist es wichtig, dass wir allen und jedem sagen, die Wahl für das Europaparlament ist wichtig und bitte schaut genau hin, wem ihr eure Stimmen gebt. Die Zusammensetzung der GUE-NGL, entschuldigt, wir haben es immer noch nicht geschafft, diesen Namen etwas zu vereinfachen und für Medien und auch für die Bürger und Bürgerinnen etwas zu übersetzen. Es würde ja reichen, wenn wir sagen, die Linken in Europa. Das würde uns vielleicht helfen. Aber das haben wir noch nicht geschafft, das kommt noch. Jedenfalls die Zusammensetzung der GUE-NGL, ihr breites Spektrum und das spezifische Profil, das die unterschiedlichen Parteien in die Fraktion einbringen, ist unsere Stärke. Wir haben unter uns Gewerkschafterinnen, Feministinnen, Tierschützer, die uns sehr mit beeinflusst haben, Grünlinke, Aktivistinnen aus sozialen Bewegungen, die das Profil der Fraktion ebenso prägen wie zum Beispiel jene Abgeordnete, die sich viel Kompetenz erworben haben im Engagement für Datenschutz, persönliche Freiheitsrechte gegen die Zensierung des Internets. Klar erkennbar ist unsere Fraktion aber auch in puncto Freihandelsverträge, ob die nun TTIP, CETA oder sonst wie heißen. Unsere Fraktion hat hier immer um Allianzen im EP gerungen und hat hier auch immer mit entsprechender Kompetenz gewirkt.
Gemeinsam mit vielen Initiativen unterstützen wir globale Aktionen zu den Binding Treaties, zur Beendigung der Straflosigkeit globaler Konzerne und vieles mehr. Wir sind als Fraktion eine feste Adresse, wenn es um den Schutz und die Rechte von Tieren geht. Wir bieten linken Gewerkschafterinnen, Lokalpolitikerinnen, Feministinnen regelmäßig den Raum, sich zu vernetzen, zu diskutieren und neue Projekte abzusprechen. Für die weitere Stärkung und Profilierung der Fraktion ist es wichtig, dass sich die Linke in ihrem Europawahlprogramm konkrete Aufgaben stellt und ihren Abgeordneten ein klares Mandat mitgibt, sich für die Umsetzung der beiden genannten UN-Abkommen einzusetzen, für die individuellen kollektiven Rechte zu streiten, so wie sie in der Grundrechtecharta, aber auch in der revidierten Fassung der Europäischen Sozialcharta sind, militärische Abrüstung zu fordern und den bedingungslosen Beitritt der EU zum UN-Prozess zur Ächtung und Abschaffung aller Atomwaffen zu unterstützen. Ich komme dann gleich zum Ende, aber einen Punkt möchte ich hier unbedingt auch noch mal sagen zur Frage, oder ich möchte noch einen Vorschlag hier mit einbringen, bevor ich noch zum letzten Punkt komme. Ich denke, wir sollten auch Vorschläge unterbreiten, wie beispielsweise die Schaffung eines EU-Streikfonds, durch den grenzüberschreitende Arbeitskämpfe in transnationalen Unternehmen unterstützt werden können. Und liebe Genossinnen und Genossen, mir ist es noch mal ganz deutlich und ganz klar wichtig. Die Fraktion der GUE NGL lebt in ihrer Gesamtheit. Wir können nicht nur auf unsere Delegation gucken und glauben, dass alle Kompetenzen, die eine Fraktion erfüllen muss, allein durch unsere Delegation getragen wird. Wir werden nicht in der Lage sein, alle Ausschüsse zu besetzen. Es wird eine Reihe von Ausschüssen geben, die werden von anderen Genossinnen und Genossen aus anderen linken Parteien besetzt. Und mit denen müssen wir in Kooperation treten. Wir können nicht einfach so tun, als hätten wir die Weisheit, wie die Europäische Union funktionieren soll. Deshalb ist es wichtig, dass wir Abgeordnete, Kandidaten für das Europaparlament aufstellen, die eben Kompetenzen mitbringen, vor allem in der Art und Weise der Kooperation mit anderen. Dass sie in der Lage sind, zu kommunizieren, zu kooperieren, dass sie flexibel auch sind, dass sie Prinzipien vertreten. Das ist das Entscheidende. Und ich möchte noch eins dazu sagen. Die Fraktion hat sich in der letzten Legislatur geöffnet. Wir haben uns verändert. Uns hat es gut getan, dass Podemos, Sinn Féin, Syriza in der Fraktion sind. Wir haben ein anderes Verständnis bekommen. Wir haben zeitweise gedacht, wir halten es nicht aus. Wir haben es aber ausgehalten. Die Fraktion existiert und die Mitglieder, die in der Fraktion sind, die Parteien, deren Parteivorsitzende, haben sich im vergangenen November dafür ausgesprochen, in der künftigen Legislatur als Fraktion zusammenzustehen, diese Fraktion zu stärken. Diese Fraktion wird der Dreh- und Angelpunkt linker Politik im Europaparlament sein. Das ist der entscheidende Punkt. Dafür brauchen wir Abgeordnete. Dafür brauchen wir eine Delegation, die genau dafür auch die Sensibilität entwickelt, die genau weiß, wie sie hier funktionieren muss und dass sie manchmal selber zurückstecken muss. Ich habe manchmal von unserer Delegation auch viel verlangt. Manchmal habe ich sie auch in Situationen gebracht, ja gut, war nicht immer einfach, dass sie auch zurückstecken mussten. Aber ohne das wäre es nicht gegangen, dass wir eben nicht unsere Dominanz nach vorne gestellt hätten von der Zahl her und zu glauben, wir sagen euch, wie es geht. Nein, genau das ist es. Und im Prinzip, wir haben es geschafft, einen Stillstand der Fraktion zu durchbrechen. Die Debatten sind nicht mehr so, dass man sie letztendlich mit dem Slogan vergleichen könnte und immer grüßt das Murmeltier. Nein, wir sind weitergekommen. An dieser Stelle nochmal, das gehört nämlich auch zum Selbstverständnis unserer Fraktion. Wir grüßen auch hier unsere Freunde von der HDP in der Türkei. Wir möchten von hier einen Gruß an die Genossinnen und Genossen senden, die in den Gefängnissen sitzen, die in den nächsten Wochen mit absurden Haftstrafen bedrängt werden. Wir möchten einen Gruß an Leyla Güven senden, die fast 100 Tage im Hungerstreik ist, die sich für die Rechte einsetzt von Öcalan. Und ich glaube, das ist das, was wir hier jetzt endlich auch mal sagen müssen und wofür wir uns auch gegenseitig respektieren müssen. Wir sind als Linke nicht ungerupft durch die harten Zeiten gekommen. Es hat viel Unruhe und Bewegung auch gegeben. Aber ich sage euch, alle
Parteien, die bei uns sind, und das nehmt bitte als Botschaft mit, haben erklärt, sie sind das nächste Mal wieder da. Und wir haben auch schon jetzt Anfragen von neuen Parteien, die in die Fraktion kommen wollen. Also lasst uns diesen Weg der Öffnung, der Veränderung der europäischen Linken gehen. Und den können wir nur gemeinsam gehen. Und dafür brauchen wir die Linke auch hier in Deutschland. Und da wird auch von vielen drauf geguckt. Lasst uns gemeinsam in den Europawahlkampf ziehen. Lasst uns die linke Fraktion im EP stärken. Wir wollen wachsen. Zeigen wir es den Neoliberalen und den Rechten. Europa ist ein linkes Projekt. Danke.